Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Immer noch natürlich in den Smaragdgräbern. Wir wuseln hier immer noch ein bisschen rum. Da ist noch ein Großbär, den will ich aber gar nicht angreifen. Bitte lass mich in Ruhe. Die sind nämlich total schwer als Gegner, finde ich. Und das ist irgendwie nicht so geil. So, was habe ich mir hier gesetzt? Ach so, das hier, ja. Oh, keine Ahnung. Irgendwo hier ist noch ein Brief. Da hinten. Da dürfte er wohl sein. Dann machen wir die mal eben weg, die Burschen. Und dann haben wir schon den zweiten Brief für... vom Sonnenaufgang. Ich weiß immer noch nicht, für wen die Quest ist, ne? Töte den verdammten Krieger! Ich weiß irgendeine Begleiter-Quest, aber ich weiß nicht, für wen. So, der ist da. Dann holen wir uns das Ganze mal. Zack. Zack. Neue Kunden. An Meister Kells. Der neue Kunde will doppelt so viel rotes Lyrium wie bei der letzten Lieferung. Der Kontakt hat gesagt, es sei für jemanden namens Samson. Samson? Kennen wir auch. Sogar aus dem Spiel. Ich habe ihn bei der letzten Reise getroffen. Er wirkt wie ein Templer, aber seine Rüstung sieht überhaupt nicht nach Kirche aus. Außerdem ist sein Geld echt und er predigt nicht. Ein weiterer Brief der Schmuggler, in dem es um Samson geht. Samson. So, auf zum nächsten Riss, würde ich mal behaupten. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier hinkommen soll. Aber das wird wahrscheinlich dann irgendwie, ich komme ja auch hier, dann, das, ja, wird schon. Rotes Lyrium habe ich gefunden, cool. Ach so, ihr kämpft einfach, ja gut, ihr kämpft einfach gegen den Bären, warum auch nicht, kann man ja mal machen. Ne? Ist ja halt auch mal so. Ach, na gut. Hauen wir den Großbären mal eben platt. Ist ja kein Problem. Kann ich ja noch ein bisschen Wohlwollen von den Elfen gewinnen. Freue ich mich. Yay. Irgendwie sterben da immer noch andere Tiere bei. Das tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Ich würde auch den Großbären überhaupt nicht angreifen, aber anscheinend muss er sterben. Weil das Spiel ist so brutal und gewalttätig und will es einfach. So, dann gib mir wenigstens aber jetzt auch, damit sich das gelohnt. Ich glaube, es gibt hier nichts. Okay. Alles klar. Dann halt ist der Bär umsonst gestorben. Macht auch nichts. So. Bevor ich jetzt dahin gehe, ja, werde ich erstmal hier nachschauen, was hier abgeht. Weil wir können ja auch hier irgendwie rein, habe ich gesehen. Hier war irgendwo eine Tür. Wo ist denn die Tür jetzt hin? Abgeschlossen. Argons Karte. Von der anderen Seite verriegelt, finde ich nicht gut. Ist aber... Warte mal, Moment. Komm. Die sind wahrscheinlich alle zu, ne? Ah, hier geht's gar nicht rein. Ja, pff, ist mir auch egal. Ich komme theoretisch auch von über die Brücke. Dann könnte ich da irgendwie rein, wenn ich ihn töte. Aber warum? Was soll... Hm, das Problem ist, mich interessiert jetzt schon, was da abgeht, ne? Hier ist auch irgendwas. Ein fehlgeleiteter Chevalier. Ha. Na gut. Müssen wir erstmal die alle kaputt hauen. Überhaupt kein Problem. Mal einige Gegner. Irgendeiner fährt da bestimmt irgendwie. Also irgendwie komme ich da bestimmt rein. Oh, guck mal, hier kann ich direkt was plündern. Ist aber nett. Dass ihr mir direkt die Taschen zu mir bringt. Finde ich Töfte von euch. So, da müssten noch ein paar übrig sein. Zack. Eingefroren, mein Freund. Und zerschmettert, mein Freund. Macht die Tür auf, ihr elendes Lumpenpack. Oh, da sind noch mehr Gegner. Gekritzelte Notizen, schickt eure Männer auf die Straßen und bringt diese Inquisitionsbastarde zur Strecke. Wir sind im Begriff, die Smaragdgräber zu verlieren. Oder habt ihr etwa vergessen, wofür wir kämpfen? Alles, was wir tun, tun wir für unsere Zukunft und für Orle. Ist mir gepflegt, egal.
Oh. Mir bei. Inquisitor ist in Gefahr. Alles tot. Alter, wie viele kommen denn hier jetzt? Langsam reicht's, ne? Nieder mit euch. Oh, der eine konnte das blockieren. Finde ich aber nicht in Ordnung. So. Oh, 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 oh. Jetzt kommt er, der fehlgeleitete Chevalier. Oder? Ich denke es zumindest. Ah, da ist er. Der Schwalle. Zack. Oh, ich glaube, ich sollte mal hier einen Drink zu mir nehmen. Aber du könntest mal eventuell auch deine Fähigkeit benutzen. Und eventuell du auch. Das wäre mal ganz, ganz Knusperchen. Die Fähigkeit finde ich mega geil, muss ich sagen. Ohne Spaß, ne? Alles so ein bisschen jetzt in Zeitlupe. Mega geiles Ding. Tötet sie. Oh, hier sind noch mehr. Was sah da noch mehr, du? Aber gut, der Chevalier ist gleich down. Und da ist er weg. Mieser Abschaum. Nutzt das Chaos des Krieges, um sich selbst zu bereichern. Jawohl. Level 18. So, ganz viele. Als Samson dieses Abkommen, bla 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 bla. So, noch irgendwas haben. Noch mehr Befehle, aber die hatten wir anscheinend schon. Lalalala. Mein Inventar ist voll. Juhu, juhu, juhu. Was haben wir hier noch? Der Wal. Skizze des Hofs von des Chateau. Ja, ist mir egal. Der Wal, gut, die Waffe ist eh scheiße. Aber mein Inventar ist voll. Das ist blöd. Das bedeutet nämlich, ich muss ganz kurz zurück in die Himmelsfeste. Und ich habe jetzt aus Versehen hier Pause gedrückt. Dann werde ich das mal tun. Wobei, nee, werde ich das schon tun? Das ist nämlich jetzt die Frage. Ich von hier wieder hier rum. Ja. Ja, gut, ne? Werden wir mal eben tun, in die Himmelsfeste zurückgehen, dann können wir nämlich auch nochmal auf den Kartentisch schauen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Himmelsfeste am Kartentisch wieder und danach verkaufen wir noch ein bisschen. Bis gleich. So, wir sind in der Himmelsfeste. Ich habe mal verkauft ein paar Sachen, überflüssige Sachen, die ich nicht mehr brauche. Und ich habe meinen Leuten noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Jetzt können wir von der Inquisition? Jetzt können wir uns auch mal das hier holen. Rumstein. Habe ich das nicht schon? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Boah, jetzt muss ich mal erstmal gucken, ey. Rüstung herstellen, Waffe herstellen. Wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken mal kurz. Stab des Drachen. Boah, scheiße. Hab ich doch schon gehabt. Ja, selbst ausgezeichnet ist ja scheiße. Muss ich mal so sagen. Okay, drauf geschissen. So, was ich jetzt hier machen möchte, ist eigentlich mal eben Rüstungen modifizieren. Und zwar, ich habe... Oh, geile Mütze habe ich schon bekommen. Du leck mich am Arsch. So, nee, so schon mal nicht. Boah, jetzt muss ich jetzt... Ach nee, scheiße, kann ich ja gar nicht mehr machen. Ach, ich habe schon wieder verkackt. Ich bin so blöd, ey. Ja, ich bin so blöd. Ich habe dann die ganzen Rüstungen verkauft. Ach nee. Gut, dann war der Weg hierhin total sinnlos. Aber ich konnte wenigstens meine Sonderlieferung mal holen. Das ist ja auch schon mal was. So, zack, hier geht's nochmal in die Haupthalle zurück. Ich habe gesehen, da gibt's irgendwie eine Quest. Die holen wir uns dann gleich. Aber ich will erstmal zum Kartentisch gehen. Und gucken, ein oder zwei Leute müssten ja schon wieder, glaube ich, zurück sein. Hoffe ich zumindest.
Und dann werden wir mal gucken, was da draußen für eine Quest auf uns wartet. Und dann gehen wir zurück in die Smaragdgräben und werden da ein bisschen weiter Abenteuer bestreiten. Hört sich das nicht super... Moment, was ist das denn? Achso. Konnte ich ja vorher auch schon 5 Stück von. Ich dachte, es wären vorher 4 gewesen, aber nee, es waren 5. Verdammt. Also doch nicht mehr geworden. Schade eigentlich. Dann gucken wir mal, was wir da für eine Quest gleich bekommen. So. Das sind immer... Ja gut, 2 sind noch am Start. Die dauern, glaube ich, auch eine Weile, ne? Ja, das dauert noch 24 Minuten. Okay. Und ja, das dauert ja auch nur noch 14,5 Stunden. Ist ja kein Problem. Geht ja recht schnell. So, dann lesen wir mal kurz das. Ein Brief, der von einem schweigsamen Boten zur Himmelsfeste gebracht wurde. Wir wollten eigentlich dafür sorgen, dass unser lieber Freund Lord Enzo einen Unfall hat. Aber ich denke, ein direktes Vorgehen wird ebenso erfolgreich sein. Wir werden so oder so bezahlt. So. Gut, da ist leider beschäftigt. Das ist doof. Die Annexion von Kirkwall dauert halt auch eine Weile. Der Aufstand der Magier ist weitgehend überstanden. Allerdings ist der Magier, mit dem alles begann, der die Kirche in Kirkwall zerstörte und die oberste Klägerin Elfina sowie Dutzende unschuldige Gläubige ermordete, immer noch auf freiem Fuß. Der Fanatiker Anders muss der Gerechtigkeit zugefügt werden. Auch wenn er sich nicht mehr in der Stadt befindet, ist sie immer noch Heimat vieler seiner Bekannten. Ich habe deshalb entschieden, Kirkwall anzugreifen, um Anders zu finden. Leider ist die Annexion der Stadt durch Starkhaven angesichts des beträchtlichen Widerstands nicht gelaufen wie geplant. Die Leute vergessen offenbar, dass ich das alles zum Wohle der Stadt und der freien Marsche tue. Als treuer Verbündeter der Inquisition erbitte ich Unterstützung für dieses Vorhaben, damit Kirkwall unter Kontrolle gebracht werden kann, bevor noch weitere Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen werden. Sebastian Vale. Inquisitor. Dann wird sich Cullen mal drum kümmern. So, die gehen wieder weg. Das war's schon. Ich dachte, da wäre noch was fertig, aber gut, das dauert halt noch ein bisschen. Also 24 Minuten noch, das heißt so in 2 Folgen. Oder, ja doch. Nee, nächste Folge schon. Nächste Folge ist sie fertig auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. So, wir gehen mal kurz hier raus. Da habe ich nämlich gesehen, da wartet was auf uns. Ich weiß leider nicht was, aber wir werden mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wo die Quest sein soll. Hä? Lazarett? Was? Himmelsfeste aufwenden. Training. Eine optische Aufwertung, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition der Rekrutierung und Ausbildung ihrer Soldaten verschreibt, damit alle, die kämpfen wollen, auch bestmöglich darauf vorbereitet sind. Eine optische Aufwertung, die das Versprechen der Inquisition zum Ausdruck bringt, all jene willkommen zu heißen und zu beschützen, die ihre Unterstützung suchen. Ja, das mache ich mal. Zack. War's das? Genau. Die nächste ist da. Wenn wir uns mal hier hinbegeben. Gut, dann sind wir jetzt noch ein bisschen in der Himmelsfeste anscheinend beschäftigt. Ist ja kein Problem. Okay. Ist das hier oder ist das nicht hier? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das sein soll, ehrlich gesagt. Moment, was ist denn hier noch? Achso, das ist der Ratsraum, ne? Hallo? Okay, hier ist es anscheinend nicht. Das ist irgendwo hier oben drauf. Kann das... Das ist jetzt Quatsch. Na, das ist ja jetzt Quatsch. Also so ein Quatsch habe ich ja noch nie gesehen. So, pass auf, dann werde ich mich mal hier importen. Ist ja kein Problem, wir können ja hier, ne, durch den Riss einfach wandern und dann läuft. So, wir werden jetzt mal nach oben kraxeln und gucken, ob wir da oben irgendwas machen können. Das müsste ja irgendwo da oben sein. Ich frage mich, wie viele hier wohl schon ausgebildet wurden. Du? Hallo? Inquisitor? Dann rede nicht mit mir. Ja, du auch nicht, dann gehe ich halt wieder weg. Mir egal. Könnt mich alle mal. So. Ich hoffe, dass... Ich komme jetzt da auch hin. Wir sind ziemlich blöd. La. Dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Da hinten irgendwo. Ah, da sehe ich es doch schon. Da sehe ich es doch schon. Noch eine Aufwertung. Mal schauen. Nicht wahr? So. Templer, Stärke und Vorbereitung. Eine optische Aufwertung, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition der Wachsamkeit verpflichtet. Der Turm wird zu einem Templersitz, der im südlichen Thedas seinesgleichen sucht.
Eine optische Aufwertung, die zum Ausdruck bringt, dass sich die Inquisition einem gewissenhaften Studium der Magie verpflichtet. Der Magierturm der Himmelsfeste wird jeden Zirkel... Ja, das machen wir. Komm. Zack. Wuhu! Läuft. So, ja, Quest abgeschlossen. Wesentliche Aufwertungen beendet. Die Himmelsfeste sieht total geil aus. Okay, dann haben wir das nämlich auch. Das bedeutet, wir können wieder in die Smaragdgräben zurück natürlich. Und da sehen wir uns dann, würde ich einfach mal sagen, gleich nochmal wieder. So, die Frage ist, wo lassen wir uns hin teleportieren? Hierhin natürlich, ist ja klar. Und da würde ich einfach mal sagen, ich muss mir ja noch meine Leute aussuchen, natürlich wie immer. Zack, zack, zack. Die Karten sehen mittlerweile auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also gut, das ist noch die Standardkarte, aber die, also gut, bis auf der Eiserne Bulle und Varric scheinen mich alle zu mögen. Außer natürlich sie, weil für, naja, habe ich noch nichts abgeschlossen. Aber das kommt alles noch. Ich bedanke mich, ach ne Quatsch, ich bedanke mich noch nicht. Wir sehen uns gleich wieder in den Smart Game. So, bis gleich. Und da sind wir wieder natürlich zurück in den Smaragdgräben. Und wir waren auf dem Weg zu dem Riss da hinten. Ich hoffe, da komme ich von hier jetzt auch überhaupt noch hin. Ich weiß das nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Also ich war schon mal in der Nähe, aber noch nicht. Ah nee, doch, ich glaube, von hier komme ich da hin. Das ist kein Problem. Sollte eigentlich kein Thema sein. Ach, guck mal, wenn... Das ist ja geil. Ich habe gar nicht gewusst, wenn ich den hier benutze, dann werde ich ja automatisch geschützt danach. Das ist ja cool. Ja, das ist ja super. Super ist das. Super. So, hier komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Ziemlich, ziemlich blöd. Wollen wir hier vielleicht mal ein bisschen rumstöbern? Wollen wir das? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen, aber wir können. So, da sind wir drin. Okay, rumstöbern heißt, hier gibt es eigentlich immer was. Warte mal, wir gehen mal hier rein direkt. Ja, gut, wir gehen über die Brücke, ist ja kein Problem. Wenn wir schon mal hier sind. Jetzt kann ich auch wieder plündern, ne? Jetzt haben wir wieder genug Platz. Und ich krieg Befehle, juhu. Befehle sind immer total wichtig, dann kann ich die weiterleiten und so. Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, das kommt von der, aber anscheinend nicht. Öffnen. So, was haben wir hier? Nehmen wir mal die Getränke von Thedas. Fehlen nur noch 14 Stück, ist ja kein Problem. Die Flechte kann Flechte bleiben. Warum setzt er denn seinen Teil da überall hin? Schwein. So, wie gesagt, ich habe dem mal ein paar neue Ausrüstungsgegenstände gegeben, ne, damit die sich auch ein bisschen besser wehren können. Muss ja auch sein. Ein paar neue Rüstungen sind abgefallen und Waffen eigentlich eher weniger. Ich wollte eigentlich auch noch gucken, dass ich ein bisschen... Aber das hatte ich ja dann aufgenommen. Hat leider nicht ganz so funktioniert mit den Verbesserungen, weil ich die leider verkauft habe. Das ist ziemlich doof, aber naja, was soll's. Ist ja egal. So, pass auf. Hier. Unser Händchen, unser Patschehändchen leuchtet schon so schön. Machen wir den hier hoffentlich. Hört auf, mich anzugreifen, verdammt nochmal. Eigentlich seid ihr alle scheiße, ey. Ich mag euch nicht. Überhaupt. Ich will alle kacke. So. Jetzt aber. Jetzt klappt's. Pass auf. Ja, jetzt klappt's. Jawohl. Alle tot. So. Hier gibt es aber schon auch wieder gleich so einen Dämon des Hochmuts. Komm. Direkt versuchen, das anzureißen, das Ding. Schon, komm schon. Jawoll. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob man die auch gleich direkt schwächt damit. Ich glaube schon. Ich bilde mir einfach ein, genau so ist es. Alles andere wäre ja wohl Quatsch. Was? Achso, ich glaube, ja nochmal da. Juhu. Ich hasse es. Ich muss Chrome deinstallieren, definitiv. Das ist so scheiße einfach nur. Hallo? Hä? Wo ist denn der? Achso. Ist ein... Nee, hä?
Okay, na dann. Das nervt so ab mit Chrome, aber ich mag Chrome eigentlich als... als Browser. Aber der ist halt einfach mal scheiße. Also im Moment zumindest, weil der... Ich weiß auch nicht, was das für ein toller Virus ist, keine Ahnung. Ich krieg ihn auf jeden Fall nicht weg. Ich habe einen Inquisitionsboni, nice. Na, das ist doch schön, da haben wir doch einiges geschafft in der Folge, mehr oder weniger. Markieren uns direkt den nächsten und dann haben wir noch Ergebenheit und wir haben das hier und wir haben das da hinten, wie auch immer ich da hinkomme. Wir werden das schon irgendwie schaukeln, das Kind. Und noch ein bisschen rotes Lyrium und natürlich unerledigte Geschäfte. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber bei euch, hoffe ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin, haut rein!